Wir beginnen mit der ersten Übung, beziehungsweise ich wärme euch zuerst kurz auf und danach geht es dann auch gleich los. Wir machen wieder Hampelmänner ganz locker auf der Stelle. Hanna, Schul, Set, Net, Bassert, Josot, Igop, Jodul, Ahop, Joll. Vor, zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, wir beginnen gleich mit der ersten Übung. Auch sehr gut für die Knie und für die Sprunggelenke. Versucht hier tief zu gehen. Die ganze Fußsohle ist am Boden nach Möglichkeit. Und jetzt strecken wir immer die Beine aus, soweit es halt geht, nach oben und kommen wieder runter. Okay, ich beginne gleich mit dem Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir bleiben dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und die letzten Stück. Versuch auch hier durchzuziehen, dran zu bleiben. Versuch die Beine ganz auszustrecken nach Möglichkeit, so gut wie es geht. 7, 8, 9 und 10. Okay, wir lockern die Füße ganz, ganz, ganz locker nach vorne aus. Die Arme auch ein bisschen ausschütteln dazu. Und wir beginnen mit einer weiteren Übung, auch vor allem für die ganze Muskulatur um das Knie herum, Oberschenkelmuskulatur, aber auch Wadenmuskulatur und vor allem auch die Gelenke werden dabei gestärkt. Wir machen Strecksprünge und zwar machen wir zunächst mal einfache Strecksprünge mit Abstützen. Okay? Ich hoffe, du bist wieder bereit. Und los geht's. Hier abstützen und wegspringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ich hoffe, du konntest mithalten. Wenn nicht, mach noch ganz locker die 30 Stück fertig. Atme durch die Nase. Bleib in Bewegung. Und dann gehen wir auch schon zur nächsten Übung. Und zwar, ich nenne die Übung Trittbrettfahrübung. Und zwar, ihr stellt euch bitte mit dem vorderen Fuß auf die Ferse, mit dem hinteren Fuß auf den Ballen. Wir haben hier Gleichgewicht. Es geht um Sprunggelenk, aber auch durch die Hoch-Tief-Bewegung, die dann kommt, Aufbau des Kniegelenks. Okay? Also, ein Bein nach vorne, ein Bein hinten, Ferse und Ballen. Und jetzt gehen wir hoch-tief. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wir wechseln. Und zwar anderes Bein vor, auf die Ferse, auf den Ballen, Gleichgewicht. Und es geht los. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr das Gleichgewicht verliert, dann könnt ihr gerne, so wie ich, auch ein paar kleine Schrittchen dazwischen machen. 7, 8, 9 und 10. Okay? Dann wechseln wir nochmal. Auf eine Linie gehen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 und 10. Okay, wir wechseln. Ferse ballen auf eine Spur. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, wir lockern uns wieder aus, schütteln die Beine aus.